Keine Ahnung, wie das jetzt in dem Sound-Alert zustande kam, aber sorry dafür. Ja. Okay, weiter geht's. Genau, das haben wir schon bedient. Und jetzt hier durch. Hier kamen wir ja vorher nicht durch, weil wir die Fähigkeit nicht hatten, aber jetzt geht das ja. Aua. Oh nö. Aua. Systeme fallen aus. Ich habe sie. Hacken ist saugut. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, weil mit Hacken können wir nicht-menschliche Gegner einfach dann direkt finishen. Wenn BD1 die gehackt hat, haben wir dann eher nochmal die Möglichkeit, die schnell schlafen zu legen. Sagen wir es mal so. Okay. Da gibt es mehrere Wege. So. Der Weg führt mich hier zu einem etwas abgelegeneren Ort. Hier ist auch noch irgendwo eine Kiste da unten. Müsste, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Ich müsste, glaube ich, eigentlich hier so lang. Da so hoch. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Aber wir gehen einfach mal hier lang. Ich denke mal, das wird schon so funktionieren. Ja, ich hab's gehört. Und dann war es schon zu spät. Was haben wir denn da? Da ist eine Kiste, das sehe ich jetzt schon von hier aus. Ich versuche mich wirklich alles umzubringen. Ein Nest voller Schauderpäden. Grease wird diese Geschichte lieben. Ich glaube auch. Erstmal das scannen. Hast du was gefunden? Und dann hacken. Schauderpäden-Nest. Wir haben einen Schnorres gekriegt. Alles klar, Bruder. Nehme ich. Gerade geblockt. Aber ich wusste, der greift mich an. Fähigkeitenpunkt erhalten. Sauber. Guck mal, das ist ein abgestürzter Tiger. RB plus Y. Ah, okay. Wer ist denn da? Ich höre ihn nur, aber ich sehe ihn nicht. Unterwegs zu Sektor. Moment, was ist das? Sieht aus wie aus den Klonkriegen. Es greift an! Aus wie aus den Klonkriegen? Hat er das gerade sagen wollen? Da drüben ist er. Hey, du da! Moin! Aua! Ich brauche Hilfe! Na geil, ich will gerade rüber zu ihm und ich kann nicht, weil er mich. Das hat so nicht funktioniert. Warum ist es auf einmal jetzt so ein Hackmeck, zu diesem Gegner zu kommen? Ganz ehrlich, was zum Teufel? Ach, ich hab eine Idee. Komm her. Get over hier. Genau, du kannst gerne da unten bleiben, das ist okay. Ja, wow. Die kommt von überall! Überall! In jeder kleinen Ecke ist jemand. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Okay. Da unten möchte ich auch noch gerne hin. Aber erstmal nehme ich diesen Shortcut hier. Ja, die machen den From-Software-Trick. Die verstecken Gegner, wo du sie halt am wenigsten erwartest. Beziehungsweise am schlechtesten siehst. In irgendwelchen Gebüschen oder Ecken. Das hat From-Software ja perfektioniert. Ich sehe nach.
Angefangen mit Demon's Souls damals. Schön ist das nicht. Bam. Easy Kill. Okay, das ist ein Shortcut von da unten. Da ist noch was. Da war ich gar nicht. Wo bin ich? Ich bin verwirrt. Das ist ja alles super verschachtelt alles. Ich bin hier so lang. Hier vorne geht's lang. Da hinten geht's lang. Da muss ich lang. Na gut. Ich habe den Vögelchen erstmal hallo. Hallo. Aua. So. Ach so, ich verstehe. Warte mal. Ja, da kam ich her, genau. Ich würde trotzdem gerne runter aus dem einfachen Grund. Weil da hinten ist noch ein Echo, das habe ich noch nicht eingesammelt. Deswegen hole ich mir das jetzt erstmal. So. Habe ich das übersehen oder war ich hier einfach noch nicht? Ich glaube, ich war hier einfach noch nicht. Jetzt hätte ich das eingesammelt. Ah nein, das ist... Ach, okay, ich bin blöd. Das ist der Meditationspunkt. Ja, okay, alles klar. Das ist der Shortcut, damit ich jetzt... Oh, warte. Komm. Der Meditationspunkt, dann mit dem Shortcut komme ich dann einfach hier hoch. So, hier unten. Moment, hier. Kann ich hier einfach so runter, ohne dass ich drauf gehe? Klappt. Hm, wer sagt das? Ach, er ist hier. Skova, was hat er denn zu sagen? Nach was angelst du? Ich jage den wilden Mii-Fisch. Wusstest du, dass der Mii der erste Fisch war, den der kleine Skova gefangen hat? Muss ein anstrengender Tag gewesen sein. Ei, ich war damals gerade mal so groß. Der kleine Skova ist geradewegs ins Maul der Kreatur geschwommen. Okay. Nice story, Bro. Was macht er da? Der hat den Fisch geholt. Ein Mii-Fisch. Neue Fische entdeckt. Ah, stimmt. Es gibt Fische, die man sammeln kann. Die werden dann in diesem großen Aquarium, was in der Kantine ist, werden die angezeigt. Also dann sind die da drin. Okay, da kann ich hoch. Hier ist noch ein Eingang zu einem kleineren Bereich. Hier. Toa meinte, wir sollten uns diese Kammer näher ansehen. Ja, die nehmen wir gerade mit, aber es könnte sein, dass wir dann aus zeitlichen Gründen nicht mehr mit der Mainquest fortsetzen. Aber das will ich noch mitnehmen, wenn wir gerade hier sind. Dann ist das nämlich auch schon mal erledigt, weil das hier war auch ein Gerücht. Und dann können wir uns hier diese Kammer ansehen. Challenge-Kammer. Unsere Probleme sind oftmals eine Frage der Perspektive. Indem wir unsere Position verändern, verändern wir auch unser Denken. Durch diese neue Sichtweise kann ein Problem begreifbarer werden. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe gehört, Dagon war im ersten Transporter, der abgeflogen ist. Unsinn, das würde er niemals tun. Da muss, glaube ich, irgendwie eine Kugel rein, aber ich habe hier noch keine. Das ist nicht gut. Oh, was war das? Ach, die Platte hier. Ah, okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja. I see, I see. Ja. Und dann... Okay, dann baller ich erstmal dieses Ding hier rein. Mal gucken, was das macht, wenn es da drin erstmal ist. Ah, okay, Laser. Okay, da ist jetzt schon mal ein gutes Stück weg. Scheiße.
Ich wette, sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Ich denke auch. Okay, die Platte ist nur dafür da, dass der Lift da runterkommt. Okay. Aber hier kann ich auch noch was wegschmelzen. Die Sache ist, der Block ist im Weg. Funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle? Nee. Wie hoch geht das? Halt die Frage. Wie schaffe ich es da auf die andere Seite? Ach, okay. Ich glaube, ich brauche den Block. Könnte das die Lösung sein? Hierüber geht's irgendwie nicht. Boden? Nee. Okay, da werde ich gerade mal aufscreen gucken, wie das funktioniert. Ich check's nämlich gerade nicht. Bis gleich. Okay, die Idee hat funktioniert. Wenn der Block quasi mit dem Lichtstrahl kollidiert, kann ich da ja was drauf sprühen, weil diese Seite geht auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier einen weiteren Block. Und der... hat hier eine Kiste freigelegt. So, das Gute ist, ich kann jetzt einfach auf den Block, denke ich mal. Ja. Und dann hier drauf. Beziehungsweise, ich werde das so machen. Es klappt natürlich nicht, wie ich mir das vorstelle. Warum sollte es auch? Das? Hat geklappt. Besser als ich gedacht habe. So, die Kugel war da drin. Die kann auch gerne da bleiben. So. So, die Sache ist jetzt... hat geklappt. Wie komme ich jetzt weiter nach oben? Das ist jetzt die Plattform nur runter. Aber wie komme ich hoch? Das ist die eigentliche Frage. Natürlich mit dem Cube. Ah, ja, okay. Ja.
Plattform unten? Ich sehe das halt nicht. Ich bin nicht schwer genug, glaube ich. Daran liegt's. Deswegen brauchen wir den anderen Cube. Geht nicht. Aber warum? Weil der Cube da so komisch hängt, oder was? Okay, das ist doch schwerer als ich dachte. Bis gleich. Ich hab's geschafft. Alter, was? Was war denn das? Die Rätsel werden hier immer krasser. Aber gut. Schaff's geschafft. Aber ich will nicht so viel Zeit damit verdödeln, irgendwie ein Trial nach dem nächsten aufzunehmen. Bringt euch ja nichts. Einen neuen Bonus erhalten. Alright. Können wir auch wieder gehen. Ich finde diesen Effekt so geil, wenn man wirklich durch Wasser läuft, dass man so ein bisschen nass ist, aber es hält halt auch echt nicht lange an. Kaum geht man irgendwie gefühlt ein paar Meter weiter, ist man wieder trocken. Also man trocknet in diesem Spiel sehr schnell. Okay, das Geheimnis hinter dem Wasserfall ist gelüftet. So. Jetzt müssen wir... Sind wir runtergefallen? Jetzt müssen wir eigentlich wieder nach oben. Hier hochklettern, würde ich sagen. Jawohl. Genau, durch diese Barriere sind wir durch, aber wir haben ja den Shortcut, das heißt, wir gehen einmal zurück hier den Weg runter, nehmen den Shortcut nach oben und dann gehen wir weiter. Oh yeah! Geil. So, da hinten würde ich sagen, geht es dann weiter hier rüber. Da sind schon Gegner. Weich aus, so viel du willst. Ich versuche, was mit der Umgebung. Wie war das? Leidenverlust. Au. Stellung halt. Deckung. Hier drüben. Ich will den kontrollieren. Ich bin dein Verbündeter. Aber ich falle ihm in den Rücken. Haha. Okay, das sieht so aus, als könnte ich da hoch. Was ist hier überhaupt noch? So hervorgehoben, als könnte man damit irgendwas machen. Ach so. Okay. Bleibt das offen? Hier wimmelt es von Imperialen. Ich muss einfach weiterklettern. Oh Gott. Ja, okay, aber ich würde nochmal gerne hier das hier auschecken, ob ich hier rüberkomme. Sieht nämlich sehr stark danach aus. Ja, ach Gott. Dann ist hier noch irgendwie ein Secret. Ja. Audiosensor und Shortplatz. Ah, für BD1. Ach, und jetzt komme ich hier wieder runter. Es ist echt immer sehr knapp bemessen. Sobald der Bildschirm so eine schwarze Vignette bekommt, könnte es unter Umständen passieren, dass wir draufgehen. Sind die lieb? Okay, dann halt. Dann halt nicht. Ich bin nicht der Feind. Ja, sie sollen sich gegenseitig kloppen. Ich gehe dann mal. Und tschüss. Oh, was haben wir da? Theorit. Nice. Voll toll, ne? Ich weiß nicht, was sonst noch da unten ist bei den Gegnern, aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht rausfinden. Ich gehe einfach mal weiter. So.
Das könnte... ja. Okay, easy. Die Raiders haben dem Imperium Angst eingejagt. Das könnte ziemlich hässlich werden, BD. Ja, aber warum bekämpfen die Raiders und die Imperialen sich nicht gegenseitig oder nicht beide los? Die Sicht ist ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Wie sind wir von einer idyllischen Landschaft hier in Silent Hill gelandet, frage ich mich gerade. Was zum Bock? Hier denn? Da kann ich rüber einfach. Scannen. Eine Energieleitung. Dafür hast du nichts dabei, oder? Dann das BD vielleicht. Okay. Weg mit die Tür. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Ja, toll. Hä? Soll ich da lang sliden und da rüber springen, oder was? Ach was, okay. Gut, hat funktioniert. Ja. Doof. Aber hier ist erstmal ein Meditationspunkt, den nehme ich. Konzentration. So, dann mal sehen. Ich habe 2 Fähigkeitspunkte. Vielleicht kann ich mir das eine oder andere noch leisten. Überleben. Was haben wir denn da noch? Habe ich eigentlich fast schon alles. BD1 füllt einen Teil der Machtanzeige mit einem Stimbehälter auf. Das wäre jetzt noch so das Einzige, was fehlt. Glaube aber, ich gucke nochmal, was ich beim Schwertkampf noch machen kann. Drücke in der Luft Y, um mein Ziel unter dir anzugreifen. Aus der 2. Ja, ich nehme das mal. Kann ich die anderen Fähigkeiten auch mal endlich leveln? Was ist denn das überhaupt? Halte LB und drücke dann X, um zu spurten und dann Ziel außerhalb der normalen Nahkampfreichweite einzugreifen. Wie sieht denn das aus? Ach geil. Das ist ein cooler Angriff, den hätte ich gerne. Gut. Das wär's dann. Okay, da kann man lang. Auch. Kann ich mir was ansehen, untersuchen. Ist das eine imperiale Fähre? Ich habe keine Ahnung, warum sie bei diesen schlechten Bedingungen geflogen sind. Willst du nachsehen? Würde mich auch interessieren, was da abgegangen ist. Aber es sieht nicht so aus, als würde ich hier rüberkommen. Scheiße. Dieser Graben ist zu groß. Das schaffe ich niemals. Ich glaube, es muss von der anderen Seite aus irgendwie gemacht werden oder so, weil von der Seite aus funktioniert das nicht. So, an sich sind diese Viecher eigentlich null gefährlich, aber wenn sie dann in Massen kommen und noch andere Gegner dabei sind, das ist ein richtiges Durcheinander, dann machen die schon gut Schaden. Das hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Ich nerv dich. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Ich traue hier niemanden. Außer mir selbst. Guck mal da, liegen die Imperialen im Schlamm. Da ist ein Gegner. Ein großer. Hat mich noch nicht bemerkt, oder? Aua. Ich brauche Hilfe. Ich wusste, dass etwas faul ist. Definitiv faul. Oh, eine Mine? Tatsächlich!
liegt denn da? Toller Fund. Pyrit. Okay. Kommen wir hier rüber? Nee, das, ich glaube, das wird nichts. Der Graben ist zu groß und die Chance zu sterben sehr hoch. Ich würde sagen. Oh. Mal was scannen. Hast du was gefunden? Aber da liegt auch ein toter Imperialer im Dreck. Also entweder sind die hier abgestürzt oder das Vieh hat die umgebracht. Irgendwas. Garantiert hier abgegangen. Da drüben ist das Schiff. Das dürfte ich schaffen. Ja. Und einmal rüber. Na gut. Jawohl. Jetzt. Achso. Das ist eine Schwingtür. Oh Gott. Ist so eine stärkere Version? Au. Gott, ich bin gleich tot. Ich brauche einen. Oh Gott. Wir sind so stark und so gefährlich und geben so wenig Punkte. Das ist richtig madig. Oder das liegt einfach daran, dass ich mittlerweile schon ein sehr hohes Level habe, obwohl es hier nicht mal ein Level gibt, aber. Wir müssen weg! Ich habe schon einige Fähigkeiten halt gekauft mit meinen Fähigkeitspunkten. Maybe ist es das. Naja, egal. Anscheinend müssen wir den Rest des Wegs klettern. Was ist hier? Abby. Ah, okay. Gut, habe ich das auch gekriegt. Ich hab nur gesehen, dass ich damit interagieren kann, aber ich habe nicht gesehen, was es ist. Hier ist zu Ende. Hopp. Jawohl. Shortcut. Nice. Zu Fuß. Das definitiv. Vor allem, wenn ich sterben sollte, kann ich hier einfach schnell wieder zurück. Da ist noch was. Oh, geil. Was ist hier denn los? Scheiße, Mann. Das ist eine Falle. Jede Menge Sicherheitsvorkehrungen, was? Ja. Wer wollte das wohl alles unter Verschluss halten? Über diesem Ding hier? Wegen Unterlippenbart? Wegen einem Unterlippenbart? Ich bin fast draufgegangen? Wollte mich verarschen? Gott, was zum Henker. Das ist ja gemeingefährlich hier. So, jetzt muss ich leider nochmal diesen Weg hier gehen. Damit ich wieder auf die andere Seite komme. Naja, aber somit habe ich Unterlippenbärtchen und alles ist gut. So, hier geht's weiter. Bang. Jawohl. Hier ist auch noch eine Seilwinde, aber ich habe hier noch was gesehen. Wo führt mich das denn hin? Das hört mich ein bisschen abseits des Weges, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, den Weg würde ich noch gehen zum Ende der Folge hin. Machen wir das mal. So. Uns kann nichts aufhalten, oder? Nö. Der hier ist hübsch. Gott, wo bin ich denn jetzt? Da unten scheint was zu sein, aber wie komme ich da hin? Und hier definitiv nicht. Da vorne war ich schon. Kommt man da runter? Muss es irgendwie noch einen anderen Weg geben, aber da kann man so runtersliden, sehe ich gerade. Okay, das heißt, ich müsste eigentlich wieder zu dieser Kiste, die ich eben zerstört habe, zurück. Okay. Frage ist, wie komme ich... Achso, ich kann einfach wieder zurück. Ja. Okay. Kann ich von hier aus nochmal zurück? Geht das?
Ja, sieht gut aus. Okay, hier. So. Ich weiß nicht, ob ich sterbe, wenn ich hier runterfalle, aber theoretisch müsste ich hier runter. Ja, ich gehe drauf. Fuck. Ach, guck mal hier. Ah ja, gut. So. Er scheint nicht glücklich zu sein. Das ist ein Gegner. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Aber wir haben den Gegner besiegt und somit noch eine weitere Sidequest, ne? Genau, hier war noch so ein Symbol. Das sieht aus wie eine Aufzugplatte, die mich nach oben wieder führt. Perfekt. So, da ist noch was. Kühnheit. Muss ich mir mal angucken. Was vielleicht ausrüsten kann. Moment mal, war hier auf dem Schlachtfeld noch irgendwas? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob hier noch was liegt, aber ne, sieht gut aus. Alles mitgenommen, perfekt. Dann wieder zurück. Die Prospektoren ziehen aus, die Bestien ziehen ein. Ein unwirtlicher Ort für ein Zuhause. Nicht unbedingt. Hä? Interagieren. Ach was. Wir in Domas Laden verkaufen. Also Priorit habe ich jetzt echt einiges gefunden. Damit kann ich mir wieder ein paar nette Sachen leisten. So, hier sind wir wieder, genau. Das müsste der Weg hier sein, genau. Ja, ich muss wieder zurück. Okay. Aber ich hätte gesagt, wir sind bei 33 Minuten. Ich mache jetzt erstmal hier Schluss an dieser Stelle und gehe schon mal wieder zurück zu dieser Seilwinde. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Star Wars Jedi Survivor. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es hier im nebligen Silent Hill weitergeht. Und wir erkunden weiterhin die Gegend auf der Suche nach Dagon Jarrah und gucken mal, ob wir ihn finden. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Star Wars Jedi Survivor.